Ja, ganz herzlichen Dank für die freundlichen einleitenden Worte. Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie hier heute Abend hergefunden haben, und vielen Dank vor allem für die Einladung, dass ich hier in dieser wunderschönen Stadt hier bei Ihnen lesen darf. Freut mich sehr. Ich bin gestern Abend schon angekommen, hatte heute schon Gelegenheit, vieles zu sehen bei diesem herrlichen Frühlingstag. Es war ganz wunderbar für mich. Die nächste Frage wäre jetzt von mir, ob Sie mich auch hören können, ob hier das Mikrofon ganz gut ist oder ob es lauter sein könnte. So, gut. Heute Abend geht es um den Mann, der im kommenden Mai 100 Jahre alt geworden wäre. Der Untertitel des Buches ist Sein Leben, seine Bücher, und genau darum geht es. Wie ist aus diesem Leben, aus diesem Jahrhundertleben, diese Literatur, diese Bücher entstanden, die viele von Ihnen kennen, die Weltliteratur geworden sind? Wie war das Leben von Max Frisch? Wie war sein Schreiben? Nein, das geht natürlich nicht, eine Biografie über Max Frisch. Das ist ja genau der Schrecken, gegen den er ein Leben lang angeschrieben hat. Das festgefügte Gebäude eines Lebens, zusammengefügt aus unverrückbaren Bausteinen, die Stein für Stein den lebendigen Menschen einmauern, bis die Wände ihn schließlich ganz umschließen und jede Bewegung unmöglich machen. Eine Biografie ist kein Spiel. Eine Biografie, das ist der Tod. Der Tod des beschriebenen Menschen, der Tod seines Werkes, der Tod der Liebe. Dagegen anzuschreiben, das ist ein zentrales Motiv seines Schreibens von Anfang an. Flucht, Beweglichkeit, Neuerfindung des Ich. Sehnsucht nach einem anderen Leben, anderen Menschen, anderen Büchern. Das ist das Ziel des Schreibens, das Motto des Lebens von Max Frisch. Leben als Entwurf, Leben als Möglichkeit, als immer wieder neu zu erfindende Ich-Geschichte. Ist diese Ich-Geschichte nach dem Tod eines Menschen auserzählt? Ist es Zeit, 100 Jahre nach der Geburt die Mauern um dieses Leben endgültig hochzuziehen? Um das Leben und Schreiben von Max Frisch? Nein, natürlich nicht. Eine Biografie über diesen Mann muss sich genau dieser Herausforderung stellen, muss den Versuch unternehmen, das Leben dieses phänomenalen Schriftstellers als Möglichkeit zu beschreiben, als eine von vielen möglichen Geschichten seines Lebens und Schreibens, als ein Spiel, zusammengesetzt aus Bildern, Geschichten und Erinnerungen, ein Spiel zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Wer war Max Frisch? Diese einfache Frage wird dieses Buch nicht beantworten. Max Frisch hat eine Vielzahl von Leben gelebt, hat eine Vielzahl von Entwürfen ausprobiert, ist einen weiten Weg gegangen. Vom einsamen Ich-Sucher in Dubrovnik, männerstolzen Bergautor in den Schweizer Alpen, zum konservativen geistigen Landesverteidiger in Uniform, vom Architekten zum Dramatiker, vom Binnensprengmeister zum Brecht-Schüler, vom politischen Wirkungsautor zum Dichter der Subjektivität, von rechts nach links, von einem Leben zum anderen. Immer auf der Suche, immer unterwegs. Wohin? Die Zeit verwandelt uns nicht, sie entfaltet uns nur, hat er in seinem ersten Tagebuch geschrieben. Indem man es nicht verschweigt, sondern aufschreibt, bekennt man sich zu seinem Denken, das bestenfalls für den Augenblick und für den Standort stimmt, da es sich erzeugt. Man rechnet nicht mit der Hoffnung, dass man übermorgen, wenn man das Gegenteil denkt, klüger sei. Man ist, was man ist. Man hält die Feder hin, wie eine Nadel in der Erdbebenwarte. Und eigentlich sind nicht wir es, die schreiben, sondern wir werden geschrieben. Schreiben heißt, sich selber lesen, was selten ein reines Vergnügen ist. Man erschrickt auf Schritt und Tritt, man hält sich für einen fröhlichen Gesellen und, wenn man sich zufällig in einer Fensterscheibe sieht, erkennt man, dass man ein Griesgram ist und ein Moralist, wenn man sich liest. Es lässt sich nichts machen dagegen. Wir können nur, indem wir den Zickzack unserer jeweiligen Gedanken bezeugen und sichtbar machen, unser Wesen kennenlernen, seine Wirrnis oder seine heimliche Einheit, sein Unentrinnbares, seine Wahrheit, die wir unmittelbar nicht aussagen können, nicht von einem einzelnen Augenblick.